Willkommen Reisende, heute befinden wir uns bei No Man's Sky. Wir werden es auf normal erstmal spielen und gucken, dass wir schnell vorankommen. So, das Einloggen am Anfang dauert immer etwas. Unser Ziel ist es, möglichst alles auf S-Stufe zu bekommen. Am Anfang wird es ein bisschen gegrindet sein. Aber da führt kein Weg dran vorbei. Ah, ist schon mal gut. Wir sind auf einem Schneeplaneten. Das ist auch schon schön. Jetzt müssen wir als erstes natürlich ein bisschen sammeln, unser Schiff suchen. Ah, wir haben einen Billo-Minenlaser. Yay. Ah, endlich. Eiskalt, ja, sagt bloß. Kein Analysevisier. Ein bisschen Ferritstaub. So. Natrium, ja, sagt er so einfach. Oh, Scanner kritisch beschädigt. Brauchen noch mehr Ferritstaub. Aber das liegt hier zum Glück überall rum. Dann ist der Minenlaser bestimmt auch gleich leer. So, erstmal reparieren. Jetzt können wir einen Scan durchführen. So, da hinten ist Natrium. Da ist Natrium. Da gehen wir uns mal das an, gucken. Ah, vergessen, wir sind arschlangsam. Hinten links liegt auch gleich ein bisschen Schrott. Ah, auch direkt Sauerstoff. Das brauchen wir am Anfang immer. Nicht gerade viel Natrium. Ah. 3 von 80, super. Gucken, was wir haben. Ja, das. Ja, das behalten wir kurz mal. Bananiten. Brauchen mehr Natrium. So, da hinten. Und solange wir noch nicht erfroren sind, brauchen wir das auch noch nicht. Ah, guck mal, ein bisschen die Wasserstoff. Gleich mal mitnehmen. Hier ist Natrium. Nicht sehr viel vorhanden hier. Ein bisschen Ferritstaub mitnehmen. Hier haben wir noch mal Natrium. So. Ja, wir frieren etwas, aber könnten wir ja mal kurz aufladen. So. Ich frage mich natürlich, wo unser Schiff rumsteht. Ein bisschen die Wasserstoff sammeln. Das werden wir nur am Anfang machen, bis wir uns kleine Raffinerien bauen können. Dann werden wir das einfach alles duplizieren. Geht schneller. Da hinten könnten wir was abbauen. Geht aber noch nicht. Was ist denn das?
eine Pflanze. Und zwar können wir das schon. Können wir schon mitnehmen. Ah, unser Raumschiff ist sehr weit weg. Gucken, dass wir auf dem Weg dahin noch ein paar Sachen sammeln. Natürlich ist hier nichts. Ja, Ausdauer aufgebraucht, super. Das hat auch schon mal besser funktioniert. So, Sauerstoff mitnehmen. Dann dürfen wir gleich die Antriebe und die Schilde und alles reparieren. Dafür werden wir noch ein bisschen sammeln müssen. Ich hoffe, in der Nähe des Raumschiffs befindet sich noch einige Vorräte. Aber wenn wir Glück haben, ist hier im System auch ein schöner Planet, der uns nicht gleich tötet. Ah, da ist unser hässliches Schiff. Da unten ist Natrium. Gleich mal mitnehmen. Hier sind noch ein paar dumme Kisten. Gucken, was wir da haben. Das ist gut. Daraus können wir Ferritstaub machen. So. Ah, ein bisschen Natrium. Da hinten ist noch welches. Das ist doch schön. So. Hier noch ein bisschen Natrium. Und werden wir uns am Anfang immer mal ins Schiff setzen. Dann füllt sich unsere Lebensleiste wieder auf. Wir brauchen unbedingt Upgrades für unseren Anzug. Wir sind ja so langsam. So. Ah, wir können leider noch nicht graben. Aber das kommt noch. Cool. Man braucht immer noch nur rüber hovern. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. So. Verdichteter Kohlenstoff. Brauchen wir gar nicht. So, einmal durchklicken. So. Jetzt haben wir unser Startschiff. Wir müssen es natürlich erstmal reparieren. Verbinden wir uns erstmal, gucken, was beschädigt ist. So. Das Siegel müssen wir herstellen. Das gucken, können wir das schon herstellen? Nein, können wir nicht. Das ist sehr cool. So. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Wir müssen uns natürlich hier noch die ganzen Plätze später freischalten. In jedem Sonnensystem können wir zwei, einmal eine Raumstation, einmal eine Weltraumanomalie. Steige mit E aus. Ja, werden wir mal machen. So, einmal gespeichert. Ja, eine Metallplatte, das haben wir ja schon. So, eine Metallplatte. Nur das können wir noch nicht herstellen. Hoffentlich kriegen wir jetzt das Rezept gleich. Teilweise abgeschlossen. So. Aha, wir bekommen es. In der Nähe.
So. Gucken, wie weit wir laufen müssen. Ah, ist gar nicht so weit weg. Werden jetzt aber noch gucken, was noch beschädigt ist, damit wir reines Ferrit, das müssen wir mit einer Raffinerie herstellen. Das Metallblatt haben wir, das ist aufgeladen. Der Drecksraketenwerfer, den man nicht wegtun kann. Wir könnten ihn zerlegen. Ah, genau, es war bei der Photonenkanone. Die kann man nicht zerlegen. So, Gelee können wir. Können wir schon herstellen. So. Können wir vielleicht schon. Nein, können wir nicht. Können wir eine. Eine Metallplatte. Hier mal ein bisschen Sauerstoff jetzt. Dann gehen wir uns jetzt erstmal da rein. Ein bisschen sammeln auf dem Weg. So. Doch ein kleines Stück. Hoffentlich haben wir keinen Sturm gleich, dann sehen wir wieder nichts. Alles mitnehmen, was man so verkaufen könnte. So. Und es kommt doch ein Sturm, war ja klar. So. Okay. Auch gut, kann ich nicht anquatschen. Das nehmen wir wieder mit, das können wir brauchen. Aber auch nur am Anfang. So. Wo ist jetzt unser? Falsche Richtung gelaufen. Immerhin sind uns die Tiere hier nicht feindselig gesinnt. Die Wasserstoff. Es gibt auch schöne Monde mit geringer Schwerkraft, da kann man auch gut Ferritstaub sammeln. Oh. Ich sehe nicht. Oh, da hinten. So. Wir sollten gleich erstmal in ein Gebäude gehen zum Auftanken. Oh, das ist ja direkt hier. So. Und schon sind wir drin. Bisschen auftauen. Oh. Kann man nicht wegklicken. So, da haben wir das Siegel. Sonst leider nichts hier drin zum Aufsammeln. Ist hier noch ein Gebäude? Ja. So. Erste Hilfe. Manchmal finden wir hier noch ein paar Naniten. Gucken. Ne, sieht nicht so aus. Oh, vielleicht hier noch was drin?
Kohlenstoff. So. Ein Nanorohr möchte er. Werden wir doch mal machen. Ein Nanorohr. Hm. Kohlenstoff 15. Ja. Dann haben wir wieder keinen. Das ist doch Absicht. So, mal ein bisschen Geld machen kurz. Ist zwar nicht viel, aber immerhin. Am Anfang brauchen wir es auch noch. Immerhin finden wir jetzt unser Schiff wieder. Aber wir können nur nicht buddeln. So. Zum Raumschiff zurückkehren. Frag mich, wozu wir das Visier brauchen. Es wird ja da hinten angezeigt, das Schiff. Gucken. Ist nichts in der Nähe. Gibt's ja nicht. Nicht sehr ergiebig, der Startplanet. Aber wenn wir Glück haben, finden wir hier ein Portal. Oh Gott, wir brauchen unbedingt Upgrades. Am Anfang immer scannen. Gibt es auch noch ein paar Belohnungen für. Und wichtig ist halt am Anfang das Geld. Alles verkaufen, was wir haben. Gucken, ist hier noch ein Tier? Da hinten. Ja. Tja, gar nicht geklappt. So. Eine Spezies fehlt uns noch. Dann wird. Ach, zwei. Hm, super. Dann gibt es ein paar Naniten. Aber sobald wir ein paar Eier finden, stellen wir uns den Naniten einfach selber her. Kohlenstoff, das ist doch. Hm, super. Nein, die Waffenladung ist alle. Oh, das ist jetzt aber gar nicht gut. Für die Fahrschule, wir brauchen Kohlenstoff, um Kohlenstoff herzustellen. Natriumreiche Pflanze, das war gut. Die werden wir uns erstmal holen. Da ist noch Sauerstoff. Oh Gott, wo ist die? Oh, in der Höhle, da habe ich jetzt gar keinen Nerv drauf. So, Steine geben leider gar nichts. Na, 200. So. Es wäre gut, wenn wir die anderen beiden Tiere noch finden würden. So. Gleich wieder am Schiff. Nein, schon wieder alle. Ein bisschen ärgerlich. Das brauchen wir fürs Raumschiff. Da war noch einer. Übersieht man ganz schön leicht. So, das kaputte Schiff. Und Sauerstoff. Das ist ja cool. Oh, haben wir schon abgeerntet. So. Schauen wir mal. So. Ist auch repariert. Startdüsen, ja. Was glaubt der, was ich gerade machen will? Ja, brauche reines Ferrit, weiß ich auch. Hm.
Entschuldigung. Ja, Raffinerie, eine Metallplatte. Können wir mal gucken. Wir haben 105, das reicht leider nicht. Sonst hätten wir uns jetzt einfach die Sachen schon alle dupliziert, das meine ich. So. Wie viel 50 brauchen wir? Reicht nicht, war ja klar. Wir brauchen Ferritstaub. Am Anfang braucht man alles, dann braucht man gar nichts mehr. Können auch über nachdenken, noch ein paar Fabriken auf den verschiedenen Planeten, da brauchen wir gar nichts mehr sammeln. Und so. Das haben wir. Die nehmen wir wieder mit. Aber wir brauchen jetzt noch ein bisschen Ferritstaub, weil wir bestimmt wieder eine Metallplatte für irgendwas brauchen. Also nehmen wir vorsichtshalber mal welchen mit. So. Einmal repariert. Jetzt haben die natürlich auch gleich alle keinen Treibstoff. Kehre zum Schiff zurück. Werden wir machen. So. Am besten. Oh, wir haben nur 25%. Wir landen mal hier gar nicht auf dem Planeten. Was nicht mal von mir entdeckt? Warte, warte, warte. Ach, das ist ja langweilig. Hohe Wächteraktivität, hohe Wächteraktivität, hohe Wächteraktivität. Na, ganz prima. Also wir sind nicht die Ersten hier im System. Ich hätte wenigstens gedacht, dass wir irgendwo hinkommen, wo noch keiner war. Die Sicht ist Katastrophe. So. Gibt es hier denn eine Raumstation? Was will er jetzt? Ah, die ganzen Systeme testen. Ja, reicht ja jetzt. So, als nächstes. Gib uns eine Aufgabe. Gucken, ist es die Weltraumanomalie oder eine Raumstation? Gar nichts von beiden. Haha. So, gucken, wo wir hinkommen. Also ich hätte eine Raumstation jetzt besser gefunden, aber naja. Wir haben auch noch nichts, was wir verkaufen können. Hier Süßwurzel. Die Kristalle geben mal gar nichts. Wir müssen ein bisschen Plunder sammeln. Paradiesischer Planet, keine Wächter, das ist auch schon mal gut. Müssen wir bestimmt erstmal unser erstes Gebäude da hinsetzen. War nicht weiter schlimm, das machen wir dann einfach. Im späteren Verlauf können wir da ja vielleicht dann auch noch eine richtige Basis hinbauen. Auf jeden Fall, wenn man bei Impulsantrieb ins Menü geht, hat das Raumschiff hinterher echt den Beat. Als hätte es Parkinson. Einmal drehen.
Bremse mit S ab. Es wird nicht abgebremst. Wird reingekachelt. Oh Gott, sind wir weit weg. Ist hier ein Gebäude? Da ist ein Gebäude. Wenn wir Glück haben mit Landeplattformen, das spart uns. Das ist ja schön. Das ist doch schön. Ja, da hinten ist natürlich keine Landeplattform, aber hier ist eine. Und ich glaube, da war auch Natrium. Oh, da ist etwas für ein verdichteter Kohlenstoff. Oder Sauerstoff. Mal gucken. Ah, falsche Taste. Also. Ja, jetzt müssen wir da noch hinlaufen. Also, wo will er hin? Da will er hin. Auf jeden Fall bleiben wir hier stehen und sparen wir den Treibstoff. Also das hat auch schon mal besser funktioniert. Wahrscheinlich brauchen wir erst ein, zwei Upgrades. Ist zwar ein paradiesischer Planet, aber... Gelber Fußboden. Geht ja mal gar nicht. Da hat nämlich die Pflanze. So. Was ist das hier denn? Ja, dann gehen wir halt erst rein. Gott, da müssen wir hin. Ah, und der Boden hier leuchtet eigentlich nachts, oder? Sauerstoff. Leider nicht. Kohlenstoff, ich kann nicht lesen. Die gibt Sauerstoff. So. Ist hier denn irgendwas, wo wir... da hinten irgendwo. Ernsthaft? Es ist genau hier. So, gleich wieder 3000 bekommen. Einmal speichern. Oder auch nicht. Ja. So. So. Was wollte jetzt hier eigentlich? Ach, das da. Gucken. Was bekommen wir? Bekommen wir überhaupt irgendwas? Kein Treibstoff, wir auch bald nicht. Aha. Chromatisches Metall, das ist ja noch schlimmer. Wir können endlich graben. Da. So. So. Einmal Gelee und zwei Rohre. Gelee und zwei Rohre. Zwei. Gelee. Gut. Was will der denn? So, jetzt können wir den herstellen. So, mal gucken, hier war doch eben, hier war doch, so, 800, Achtung, war ein bisschen sehr weit. So, bisschen Geld, lass dich scannen, Mensch. Ja nicht. So. Da ist das Gebäude. Wo ist unser... Da ist unser Schiff.
kann man ja mal dahin gehen. Aber ich habe gedacht, hier ist vergrabene Technologie. Bin ich sehr weit weg. So. Schade. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal zu dem Gebäude. Vielleicht gibt es da irgendwas Schönes. Und am besten jetzt auch mal Raum scannen. Den Kohlenstoff, Stickstoff sammeln. Und Kupfer sollen wir sammeln, aber jetzt noch mal gucken, ist das hier überhaupt in der Nähe? Silber. Ach du, das ist halt weg. Ja, das suchen wir gleich auf dem Weg. Immer schön scannen am Anfang. Wenigstens ein klein bisschen Geld. Mit dem nach vorne hechten hat schon mal besser funktioniert. So, da gibt es Sauerstoff. Das ist sehr wichtig am Anfang. Nichts drin. So. Und Gelee, das war gut. Zwar gerade hergestellt, aber naja. Lebenserhaltung. Gut. Und es ist kein Gebäude. Neun Speicherpunkt. Ah, scheiße. Gut, dann werden wir jetzt mal das Kupfer noch schnell sammeln gehen. Jetzt wollen wir mal gucken. Ist irgendwo. So ein Beutel. Ich glaube, der ein bisschen Geld. So. Kürbisknollen. Können wir am Anfang auch erstmal verkaufen. Zum Glück haben wir direkt bei so einer Station geparkt. Da gibt es eigentlich auch einen Händler, den wir anquatschen können. Auch wenn er uns natürlich nicht versteht. Sauerstoff, das war gut. Der Planet ist wesentlich besser für den Anfang geeignet. Kann man nämlich gut Sachen sammeln. 1000. Also da ist unser Schiff. Denn in der Nähe davon ist Paraffinum. Silber. Silber. Oh, so viel Silber. Silber. Guck mal, 700. Nehmen wir das. Müssen wir jetzt zwar ein bisschen laufen, aber... Auf dem Weg dahin sammeln wir halt noch ein bisschen Sachen. Ich hätte auch eigentlich gedacht, gibt viel mehr vergrabene Technologie hier auf dem Planeten. Aber irgendwie habe ich noch keine gefunden. Die Wasserstoff brauchen wir oft fürs Raumschiff. So. Aber als erstes brauchen wir jetzt das Kupfer. Oh, hoffentlich ist da auch genug Kupfer. Geht ja doch. So. Sauerstoff. Sauerstoff. Wenn nicht, müssen wir das so vermehren. Jetzt lernen wir gleich eine Sprache. Also, wir erinnern uns dran. Es schießt uns ins Gehirn. Dann lernen wir ein Wort.
Unser erstes gelerntes Wort ist das Gagwort für Gag. Super. Kohlenstoff. Kohlenstoff immer gut. So. Oh Gott, ist das noch weit weg. Schön sammeln. Laufen. Ja, das müssten wir jetzt noch hinkriegen. Geht auch da hoch. So. Oh nein, nein, nein. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh Gott. Wir bauten hier eine Schlucht hin. Hm, prima, wie kommen wir da jetzt hoch? So. Toll, wo ist jetzt das Kupfer hin? Bin. Ah, wir haben es gleich geschafft. Und wie viel ist es? Ja, ja, ist er. Ach, wie fahren das mit kleiner machen? Ne, das war so. Gucken, dass wir auch genug zusammenkriegen. Aber es scheint ein schön großes Feld zu sein. Aber Silikatpulver, da können wir nachher Glas draus stellen, ist jetzt voll uninteressant. Und da braucht man ja einfach nur nach unten buddeln. So, wir werden am besten das ganze Kupfer mitnehmen. Erstens könnten wir es verkaufen, aber wir können auch chromatisches Metall noch genug draus machen. Und das brauchen wir am Anfang für fast alles. Da werden wir das jetzt hier erstmal alles mitnehmen. Hm. Eine sehr große Ansammlung. Haben wir richtig Glück gehabt. Sind genau zu der richtigen gelaufen. So, alles mitnehmen. Aber noch. So. Auch umlaufen ein bisschen. Echt schön große Ansammlung. Die Waffenladung ist bestimmt gleich leer, aber naja. Werden wir uns das duplizieren und erstmal ein bisschen Geld machen. Oh, Waffenladung leer. Was nehmen wir? Oh, nehmen wir mal Silikatpulver. Wir sehen dann auch gleich sehr gut, wie viel Kupfer uns das gebracht hat, da wir ja null hatten. Und später müssen wir im All ein bisschen auf Asteroiden schießen, ein bisschen Gold sammeln. Für die Solarzellen. Für den Strom. Aber das hat ja noch Zeit.
schon wieder aufgebraucht. Sehr, sehr viel Kupfer. Aber gut, unser Minenlaser ist auch noch nicht verbessert. Es dauert alles am Anfang noch ein bisschen. So, wir stehen bestimmt gleich ein bisschen weit weg. Gucken, ob wir überall drankommen von hier aus. Ah, schon wieder alle. Jetzt haben wir den Schmetterling verarscht. So, gleich haben wir's. Das werde ich auch nur am Anfang in den Videos. Schon wieder alle. Ja, Riedstoff brauchen wir. Drin lassen. Wenn ich später noch sammeln muss, dann werden wir es einfach rausschneiden. Ist ja kein Problem. So. Jetzt das ganze Kupfer gesammelt. Mal gucken, wie viel wir haben. 1183, das ist doch gut. So, hier, die können wir direkt erstmal verhökern. Die auch. Stickstoff braucht keine Sorge. So, das ist hier die Kartpulver. Da wir keinen Platz haben, tun wir das auch erstmal weg. So. Wo war jetzt unser Schiff? Da ist eine Spezies unentdeckt. Ein Schmetterling. Gebäude. Haben wir den geparkt? Oh, nein. Lass mich scannen. So. 6 von 11 haben wir gefunden. Wo ist unser Schiff? Huh. Metallfinger. Oh Gott. Da müssen wir aber hin. Das passt sich, da steht ein Gebäude. Und unser Schiff. Gehen wir da mal hin. Die können. Die geben sehr viele Ressourcen. Und unterschiedlich. Manche geben Gold. Also müssen wir mal sehen, was die uns geben. Oh nein. Oh, oh. Ich bin fast schon wieder reingesprungen. Gott, wo ist denn der? Och nee. Ja, das Jetpack ist am Anfang, wie soll ich sagen, für den Arsch. Oh, jetzt muss ich da hoch, ey. Nein. Oh, echt jetzt. So. Da ist der Metallfinger irgendwo. Hier sind sie. Super selten. Ich bin, weiß auch nicht. Also der Schimmel, der taucht immer wieder auf, wenn man sich eine Basis hinbaut. Aber gut, was, die bringen ja gar nichts. Werden wir jetzt einsammeln, dann kann man das einfach, später kriegt man das schneller. Jetzt überhitzt gleich unser Laser. Mal gucken, dass wir das in dem Bereich halten können. Dann ist er schneller. Ist aber sehr schwer, in dem Bereich zu bleiben. So. Jetzt haben wir auch Gold, wovon ich vorhin gesprochen habe, für die Solarzellen. Oh Gott, der überhitzt aber sehr schnell. So, zum Glück haben wir hier auch keine Wächter. Uran können wir direkt fürs Raumschiff benutzen.
Oh, oh, fast überhitzt. So, drei noch. Dann haben wir richtig gut Ressourcen schon bekommen am Anfang. Einmal gucken, dass wir hier nicht überhitzen. Oh, nee, alle. Das müssen wir am Anfang auch immer gut im Blick behalten. Dass wir genug Ressourcen haben für einen Extra-Anzug. Und für die ganzen Multi-Werkzeugteile. So, einen noch mit Gold. So. Was zum... Ah, jetzt. So. Ich werde uns jetzt zurück zu unserem Raumschiff bringen. Und wenn wir in der nächsten Folge uns das Metall herstellen und sehen, was wir noch machen müssen, höchstwahrscheinlich den Basiscomputer wahrscheinlich dann hinsetzen, hier einen Fußboden, vier Wände und so, dass es aussieht, als wäre es ein Gebäude. Dafür bleiben wir da auch stehen. Wie gesagt, wegen Treibstoffkosten, die sind am Anfang noch hoch. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann gerne abonnieren und liken. Bis zum nächsten Mal.